Die größte Rolex, die jemals vorgestellt wurde, die seht ihr in diesem Video. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Es wurde diesmal ohne Vorankündigung eine neue Uhr vorgestellt. Die größte Rolex, die jemals vorgestellt wurde. Bevor wir zu dieser ganz besonderen Uhr kommen, ein ganz kleiner historischer Überblick über die Taucheruhrgeschichte von Rolex. 1953 hat Rolex die erste Taucheruhr vorgestellt. Damals die allererste Submariner, war nur bis 100 Meter wasserdicht. Heutzutage, also 59 Jahre später, sind die modernen Submariner-Modelle bis 300 Meter wasserdicht. Hört sich nicht viel an, ist es auch eigentlich nicht, und dementsprechend ist die Submariner, die ja als die Taucheruhr von Rolex eigentlich bekannt ist, zumindest die Taucheruhr für die breite Masse. Ich bezweifle, dass viele von euch sehr tief tauchen werden. Nichtsdestotrotz, die Submariner ist eine sehr gute Alltagsuhr und sollte man sie mal im Wasser ausführen, dann auch auf jeden Fall sehr zuverlässig. 1967, also 14 Jahre nach Einführung der Submariner, hat Rolex eine neue Uhr auf den Markt gebracht. Diesmal wasserdicht bis 1220 Meter. Die Rolex Sea Dweller. Rolex hat die Sea Dweller in Zusammenarbeit mit dem französischen Tauchunternehmen Comex hergestellt. Comex könnte euch ein Begriff sein, vor allem wenn ihr Fans von John Mayer und oder seiner Uhrensammlung seid. Denn es gibt einige Vintage Rolex Modelle, die ein Double Sign haben, die also ein Comex Branding noch auf dem Ziffernblatt haben. Die sind dann natürlich immer besonders gefragt. Was Comex und Rolex in gemeinsamer Sache entwickelt haben, ist, dass ein Heliumventil in die Uhr eingebaut wurde. Durch dieses Heliumventil soll eben verhindert werden, dass durch diesen hohen Wasserdruck, den man hat, wenn man tief unter Wasser ist, das Glas herausspringt und die Uhr in 1000 Teile zersetzt. Dadurch war die Uhr, wie gesagt, 1220 Meter wasserdicht, also viel tiefer als ein normalsterblicher Mensch jemals tauchen würde. Seit 2008 gibt es die Rolex Deep Sea Sea Dweller, also quasi eine Weiterentwicklung der damaligen Sea Dweller. Diese war dann bis zu 3500 Metern wasserdicht und wurde in Anlehnung an die erste Solo-Tauchmission von James Cameron eingeführt bzw. konzipiert und dann eben herausgebracht. Diese Uhr war 44 mm dick, oder ist es immer noch, denn sie ist immer noch erhältlich, dadurch auch schon 4 mm größer als die normale Rolex Submariner und hatte eine Besonderheit, natürlich neben dem Heliumpad, und zwar ein wunderschönes, einzigartiges Ziffernblatt, das von einem Blauton ins Schwarz übergeht, von blauem Wasser bis hin zur Dunkelheit des Meeresbodens. 2012 hat James Cameron wieder einen waghalsigen, actionbepackten Tauchgang absolviert, fast 11.000 Meter tiefe Meeresabgründe. Das Fahrzeug, mit dem dieser waghalsige Tauchgang getätigt wurde, hieß Deep Sea Challenger. Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen, denn Rolex hat vor einigen Tagen die Rolex Deep Sea Challenger vorgestellt. Eine Uhr, die in Hommage an diesen Tauchgang konzipiert wurde, beziehungsweise die damals auch als Testversion, als Experimentuhr getragen wurde von James Cameron bei diesem Tauchgang, damit man natürlich auch testen kann, ob es diese Uhr bis zum Meeresboden auch schafft. 11.000 Meter sind 11 Kilometer, und wenn man sich mal überlegt, 11 Kilometer weit zu fahren ist ja schon das eine, 11 Kilometer weit zu laufen das andere, aber 11 Kilometer tief zum Meeresgrund zu tauchen, ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, die wir, denke ich, niemals erleben werden. Aber was wir erleben können, ist diese unglaublich einzigartige, riesige Uhr, denn die Rolex Deep Sea Challenger ist in jedem Fall außergewöhnlich. Wir haben ein Gehäuse von 50 mm. Eine riesige Uhr, super dick, super groß und sehr leicht. Denn die Rolex Deep Sea Challenger ist vollständig aus Titan, dementsprechend super leicht. Ich durfte sie jetzt vor einigen Tagen bei meinem lokalen Authorized Dealer anprobieren. Sie hat das Kaliber 32-30 verbaut, damit eine Gangreserve von ca. 70 Stunden. Ob sie jetzt wirklich alltagstauglich ist in dieser riesigen Größe, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Für Sammler auf jeden Fall eine super coole Uhr, vor allem wenn man Freund von Tiefseetauchgängen ist, von Expeditionen, dann ist das ein Stück Geschichte, das hier jetzt auf den Markt gebracht wurde. Wenn man die normale 44 mm Deep Sea neben eine 40 mm Submariner hält, dann kommt einem die Deep Sea riesig vor. Im Vergleich zur neuen Deep Sea Challenger ist die Deep Sea aber eine sehr klein wirkende Uhr. Kaufen würde ich sie mir nicht, da bin ich ehrlich mit euch, da bin ich wahrscheinlich aber auch die falsche Zielgruppe.
denn ich trage gerne Uhren, die klein sind und die alltagstauglich sind, die unauffällig sind. Die Uhr hat einen sehr hohen Preispunkt. Wir sind hier bei 25.500 Euro. Ihr habt ein super außergewöhnliches Design. So eine Uhr gab es noch nicht von Rolex und ich bezweifle, dass es sie in dieser Art und Weise in nächster Zeit nochmal geben wird. Es ist wirklich etwas sehr Besonderes, weswegen ich auch dieses Video machen wollte, weil natürlich, man sieht diese Uhr vor allem an Handgelenkbildern und denkt sich nur, ja, was soll das denn jetzt? Es ist aber wirklich super interessant, was die Geschichte dieser Uhr hergibt. Ich werde euch da in der Videobeschreibung auch nochmal ein paar Berichte verlinken, die das Ganze ein bisschen detaillierter, ein bisschen besser aufgefasst haben, wahrscheinlich als ich jetzt in diesem kurzen Video. Wenn ihr die Chance habt und euer Authorized Dealer hat diese Uhr, dann schaut sie euch gerne mal an. Es ist wirklich unbeschreiblich interessant, wie groß sie ist, wie sie aufgebaut ist und auch wie leicht sie ist. In diesem Sinne, lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Uhr findet. Würde mich wirklich mal interessieren, weil es ist sehr, sehr außergewöhnlich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche wird es ein Video mit dem liebsten Max Rotfuß vom Uhrenshop Willi Rotfuß geben. Da durfte ich mir wieder ein paar Uhren anschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao.